Hey YouTube, ich bin so ein einnamiger Bandit mit einem Kommentar auf meinem Kanal und ja, dieses Kommentar entsteht ja durch ein, ja sagen wir mal so, durch ein Rage, ja, Rage-Spiel jetzt, was ich gerade gezogen habe, ja, am PC, MW3 und so, und mir ist gerade so aufgefallen, dass so viele Leute, wenn man Frei für alle zum Beispiel spielt, mit einer Automatik spielen und dann, und mit Radar, wohlgemerkt, bei Frei für alle, und stellen sich dann in der Ecke und warten, bis halt die Leute vorbeikommen und dann Last Kill mit der Sniper machen. Kennt wahrscheinlich jeder. Und die glauben, die sind cool. Und dann habe ich den Typen mal angeschrieben und hat gemeint, ja, nur weil ich neidisch bin, rage ich gerade und mache ich fertig. Nee, um das geht's mir nicht, weil er meint, er ist gut und es ist einfach nicht gut. Jeder kennt solche Spiele, wo man sich einfach aufregt. Zum Beispiel Akimbo Noobs, also FMG9, dann im, was gibt's im Black Ops 2 so nerviges für welche Waffen? Das ist Scorpion, Vector, PDW. Es ist egal in welchem Spiel, immer muss es wirklich so, ja, Tryharder geben, wo die glauben, die sind wirklich gut. Und mit dem Radar irgendwo in der Ecke hocken und warten, bis sie den Last Kill erreichen und damit der Sniper das Last Kill machen und dann schreiben sie gut, ich bin der Pro. Ja, Kopfschuss. Weißt du, Kopfschuss? Das ist sogar richtig Kopfschuss. Nee, keine Ahnung. Und dann, und das Witzige daran, nachdem er mit mir geschrieben hat, gemeint hat, dass ich neidisch bin, nur weil ich das nicht schaffe. Ja, nur weil ich das nicht schaffe. Muss er mich als Neider abstempeln und dann meint er, ja, ich werde dich blockieren und sowas muss ich mir nicht geben. Ja, das ist das Einzige, was die Leute nicht können. Kritik vertragen und ja, das Spielen richtig lernen. Ich will selber nicht jetzt klagen, dass ich der Beste bin, aber ich bemühe mich jedenfalls, dass ich nicht so bin wie die ganzen anderen Tryharder, die ganz in der Ecke hocken. Ich laufe auf der Map herum. Okay, es ist... teilweise denke ich mir, dass ich... auf Server, nur auf mehr Server joine, also in MW3 gibt es ja Server und normale Spieler, dass ich nur mal auf Server joine und so spiele, weil da meistens auch so Quickscope Lobbys sind und da müssen die Leute meistens rumrennen, die können auch nicht Hardscopen, aber wenn man so normale Spiele sucht und irgendwo reinjoint und dann kommen die Leute mit Radar oder Claimers, S-Minen und dann hocken sie sich in die Ecke und warten mit einem FMG Akimbo auf dich. Ach, das ist ein Traum von mir im Camper. Eieieiei. Ja, das ist ja ein Genuss für jeden Camper. In der Ecke hocken und, keine Ahnung, den Boden ficken, der Boden voll scheiße, auf dem sie stehen. Keine Ahnung, was da bei den Leuten abgeht. Ohne Scheiß, Mann. Ja, wohl, ihr merkt vielleicht gerade, dass ich mich wenig Scheiße anhöre. Es kann durchaus sein, dass ich verkühlt bin und krank bin und ja, Kopfschmerzen und arbeiten gehe nebenbei. Muss mich aber egal, wenn ich abkriege, weil mich das einfach so ankotzt. Egal in welchem Spiel ich joine, müssen die Pros, in Anführungsstrichen Pros, da sein und machen jeden Kill mit der Automatik oder, also speziell gesagt, MP7 oder ACR und dann machen sie Last Kill mit der MSR. Und meinen, sie sind voll die Pros und dann, wenn ich sie auch darauf anspreche, dass sie das lassen sollen, nein, das gebe ich mir nicht, ich block den. Ja. Es ist, ja. Für mich einfach peinlich, wenn ich sowas machen würde, aber es ist ja ein verficktes Spiel, man ist, ja, da werden halt Emotionen freigesetzt, die nicht jeder verkraften kann, zum Beispiel meine Hormone verkraftet auch nicht jeder. ja. Übrigens, ich vor ein paar Tagen gesehen habe ich die 50 Abonnenten geknackt. Jedenfalls danke ich euch herzlich für die Unterstützung und ja, vielleicht vom letzten Commentary her über meine Behinderung kommt natürlich auch der zweite Teil oder vielleicht wahrscheinlich auch der dritte oder vierte, keine Ahnung, was mir noch so einfällt, über das Thema zu reden. Also ich bin ja bei den Füßen stehen geblieben. Und ja, dann geht's dann weiter mit den Einlagen, habe ich auch schon was erzählt. Ich habe ein paar Schienen bekommen für meine Hand. Vielleicht meine Kindheit etwas erzählen. Oder meine Therapien. Mir fällt sicher nicht irgendwas ein, dass ich noch zwei, drei Teile machen kann. Und dann der letzte Teil ist definitiv der Teil, wo ich dann zeige, wie ich spiele, wie ich den Controller halte, wie ich den Controller bediene mit meiner rechten Hand. Und
ja, wie ich dann schlussendlich meine Keys mache und meine Gameplays erspiele. Ich werde das so machen, dass ich eine Cam auf meiner Hand habe und das andere, also das andere Gameplay, ja, auf dem, also mit der HDBF aufnehme. Aber ich werde gleichzeitig auch erklären, die Cam wird genau auf meiner Hand stehen, Hand zeigen, Hand in Richtung meiner Hand postiert. Und ich werde genau die Position, also ich werde genau so zeigen, wie ich wirklich spiele und wie ich meine Finger bewege dabei. Das ist wirklich auf der Nahperspektive. Das ist jetzt, wie ich wirklich da so, wirklich das alles koordinieren kann mit meinen 5 Fingern. Und ja, danke an die lieben, ja, Respektwünsche von euch. Ist, ja, ich weiß, das sieht man nicht alle Tage. Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber was soll's, scheiß an. Also ich fange hier an wieder auf YouTube und ich bin ich. Und es tut mir auch, da, wie schon gesagt, auch eben nicht leid, dass ihr so lange auf ein Video warten musst. Also ihr müsst auch verstehen, ich mache Videos, wenn es mir passt und wenn ich darauf Lust habe. Ich möchte jetzt auch nicht jetzt irgendwie ein Video mit irgendeinem Scheiß dahergelabert, okay, das Commentary kann man ja auch unter diesem Thema Scheißgelaber runterstellen, aber ich möchte mich gerade, wenn ich von der Seele runter, von meiner Seele etwas ausheulen, ausheulen, verstehst du, was ich meine, ausheulen, nee, Spaß, ja, immer so meine Meinung dazu sagen, das ist echt einfach scheiße, ist teilweise das Zocken. Mir interessiert es gerade das teilweise Zocken überhaupt nicht. Wann habe ich das letzte Mal einen Controller angefasst? Okay, ich spiele jetzt teilweise mehr am PC. Also MB3 spiele ich gerade meistens am PC. Was spiele ich noch so ein Dreckmann? Jedenfalls. Ja, auf der Xbox spiele ich ja so derzeit so viel DJ Hero. Black Ops 2 Bots, also ich spiele jetzt nicht so viel Multiplayer-Spiele und ja, es ist auch besser so, besser als Rage, ja, wiederum, wie genau jetzt, MB3 am PC Multiplayer, es ist einfach zum Kotzen. Ah ja, wie schon letztes Mal gesagt, der Badit geht, also kommt unter das Messer und der Badit wird 6 Wochen lang pausieren müssen oder sogar länger, vielleicht 10 Wochen pausieren müssen. Und ja, in der Zeit werde ich wahrscheinlich Videos machen, wahrscheinlich auch nicht. Es hängt davon ab, wie mein Zustand ist, ob es mit den Schmerzen geht oder nicht. Fragen sich jetzt ein paar, was bei mir operiert wird. Meine linke Achillessehne wird operiert, also ich bekomme eine Achillessehnenverlängerung. Und unter Sprunggelenk werde ich nochmals operiert. Nochmals, es wird erstmal der Sprunggelenk operiert, Achillessehne wird zum zweiten Mal operiert. Und ja, mal schauen, wie sich das alles entwickelt, wie ich mit den Schmerzen zurechtkomme und dann noch kommt das dazu, wie meine Laune dabei ist mit den Schmerzen oder ob es überhaupt nicht wird, ob ich überhaupt Lust habe, sowas Commentaries zu machen. Nebenbei werde ich dann so, wenn ich so zu Hause liege, die ganzen Singleplayer durchspielen, die ich noch gar nicht durchgespielt habe, zum Beispiel Battlefield 3 bin ich fast fertig. Black Ops 2 Singleplayer habe ich noch gar nicht angefangen. Sniper Elite fertig spielen. Assassin's Creed habe ich noch da zum fertig spielen. Medal of Honor, Airborne, Max Payne 3, Far Cry 3. Möchte ich alles da in der Zeit durchspielen, wo ich zu Hause bin, dass ich etwas zu tun habe. Und ja, danach werde ich dann wieder fit, so sozusagen im September oder so, also wenn mein drittes und letztes Ausbildungsjahr beginnt, kommt ja GTA 5 raus, wo sich wahrscheinlich alle darüber freuen, dass es rauskommt. Bin ich dann wahrscheinlich wieder vollkommen am Start mit meiner Arbeit und so und mit meiner Ausbildung und ja, schulischen Sachen und dann noch die Spiele. Da steige ich wahrscheinlich wieder voll ins Geschehen ein. Ja, und ja, heute ist ja die Vorstellung von Xbox 720, werde ich mir natürlich auch reinziehen. Schauen wir mal, was die Leute so bringen, die Leute von Microsoft, schauen wir, was der Bill Gates da so finanziert, was der so springen lässt von Geld, wie viel Millionen und so weiter. Und ja. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder überhaupt irgendwelche Fragen oder Anregungen, Wünsche, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder als private Nachricht.
Wie gesagt, haut rein, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao sein!